Probleme und Schwierigkeiten bewältigen. Manchmal stehen wir uns auch selbst im Wege, indem wir unrealistische Ziele anstreben, also Ziele anstreben, die wir nicht erreichen können. Oder wir überfordern uns selbst und unsere Möglichkeiten. Wenn wir realistisch und mit Tatkraft unsere Ziele oder unsere Probleme anpacken, dann erreichen wir in den meisten Fällen das, was wir wollten, das, was wir anstrebten. Im Grunde ist es bei fast allen Herausforderungen, die an uns gestellt werden, ähnlich. Wir sollten uns hinterfragen, was will ich erreichen? Wie kann ich es in Teiletappen anstreben? Und das Wichtigste, ist das Ziel überhaupt erstrebenswert? Viele Dinge haben Vorteile, aber auch Nachteile, die wir ausblenden, die wir nicht sehen wollen, weil wir nur die positiven Aspekte sehen. Wichtig ist auch, dass wir im engeren Freundeskreis über unsere Probleme oder über unsere Ziele sprechen. Dort kann man sehr wertvolle Tipps erhalten. Aber letztendlich muss man selbst die Konsequenzen seines eigenen Handelns tragen und annehmen. Probleme und Schwierigkeiten bewältigen. Manchmal stehen wir uns auch selbst im Wege, indem wir unrealistische Ziele anstreben, also Ziele anstreben, die wir nicht erreichen können. Oder wir überfordern uns selbst und unsere Möglichkeiten. Wenn wir realistisch und mit Tatkraft unsere Ziele oder unsere Probleme anpacken, dann erreichen wir in den meisten Fällen das, was wir wollten, das, was wir anstrebten. Im Grunde ist es bei fast allen Herausforderungen, die an uns gestellt werden, ähnlich. Wir sollten uns hinterfragen, was will ich erreichen? Wie kann ich es in Teiletappen anstreben? Und das Wichtigste, ist das Ziel überhaupt erstrebenswert? Viele Dinge haben Vorteile, aber auch Nachteile, die wir ausblenden, die wir nicht sehen wollen.